Wir müssen sparen, das ist klar, aber nicht nur an Geld, sondern auch an Energie. Um unsere Klimaziele zu erreichen und die Energiewende umzusetzen, wurden und werden in Deutschland Millionen von Häusern zum Beispiel wärmegedämmt. Meistens mit Styropor, das ist nämlich am billigsten. Aber leider auch brandgefährlich. Gnade dem, der bei Feuer in einem styroporgedämmten Haus sitzt. Denn das, was das Klima schützen soll, kann im Brandfall ganz schön heiß werden. Bastian Berbner, Güven Purtul und Christian Kossin. Das Haus in Frankfurt war gerade frisch saniert mit moderner Wärmedämmung. Dann der Brand Ende Mai. Die genaue Ursache zwar unklar, die rasante Ausbreitung des Feuers aber umso gespenstischer. Das Material der Wärmedämmplatten, Polystyrol, besser bekannt als Styropor. Hier war die Brandentstehung. Hier lagen Polystyrolplatten gelagert. Die haben wohl durch eine Kleinigkeit Feuer gefangen, so wie es aussieht. Die rasante Umsetzung des Materials erzeugt sofort unheimlich hohe Temperaturen. Und es ist auch sofort ein flüssiger, brennender See entstanden. Das hat dann dazu geführt, dass sofort das Fahrzeug Feuer gefangen hat, die Fassade Feuer gefangen hat. Man kann sagen, alles ist dann innerhalb von 300 Sekunden hat sich in einen riesigen Feuerwall verwandelt. Ausgerechnet Styropor. Die Nummer eins bei der Wärmedämmung. Billig, leicht zu verarbeiten. Über 1 Million Häuser in Deutschland sind damit verkleidet. Jedes Jahr kommen Hunderttausende dazu. Die Wärmedämmung, ein Kernbaustein der Energiewende, gefördert mit 1,5 Milliarden Euro jährlich. Ein Prestigeprojekt der Bundesregierung. Hier geht es darum, die Anreize so zu setzen, dass für Eigentümer von Häusern oder Wohnungen es sich lohnt, diese Wärmedämmung durchzuführen. Hier liegt natürlich ein großes Potenzial, das wir ausschöpfen wollen. Das Dämmen, das energieeffiziente Gebäudedämmen ist seit etwa 6 Jahren ein richtiger Renner geworden. Wir wollen den Ausstoß von schädlichen CO2-Emissionen in Deutschland drastisch herunterfahren. Und dafür müssen wir unnötige Energieverschwendung vermeiden. Delmenhorst vor einem Jahr. Brände wie diese wecken damals den Verdacht, dass die energiesparende Styropordämmung eine gefährliche Schattenseite haben könnte. Wirkt sie im Brandfall wie ein Brandbeschleuniger? Der größte deutsche Styroporhersteller Sto wiegelt damals ab. Wenn Sie heute an eine Fassade gehen mit dem Feuerzeug und die Fassade im Prinzip versuchen anzubrennen, werden Sie merken, dass das nicht geht. Die schmaucht etwas vor sich hin und dann war es das. Der NDR lässt sich nicht abwimmeln, recherchiert weiter. Er beauftragt angesehene Fachleute, die Brandgefahr zu testen. Mit einer handelsüblichen Dämmung aus Styropor, fachmännisch aufgebaut. Der Test simuliert einen Wohnungsbrand. 20 Minuten soll die Fassade nach Vorschrift standhalten. Ja, da sieht man schon ein bisschen Veränderung. Ja, jetzt gibt es brennendes Abtropfen nach 3 Minuten. Das sieht eigentlich doch schon recht heftig aus. Okay, heftig. Schon nach 8 Minuten gerät der Brand außer Kontrolle. Giftiger Rauch entsteht. Die Feuerwehr muss einschreiten. Es ist zunächst erstaunlich, dass das System doch so recht schnell, ich will mal sagen, versagt hat, nämlich der Sturz sich geöffnet hat und unsere Flamme in diesen Innenraum, wo ja sich der Dämmstoff befindet, eindringen konnte und dann eben, ja, wie man also in den Bildern eindeutig erkennen kann, erheblich zum Brand beiträgt. Also insofern bin ich doch überrascht. Doch die Dämmstoffhersteller erklären den NDR-Test damals für unseriös. Es seien keine sogenannten Brandriegel eingebaut worden. Auch das Deutsche Institut für Bautechnik, das die Dämmstoffe offiziell zugelassen hat, schreibt, die Anordnung von Brandriegeln begrenzt wirksam eine Brandausbreitung. Brandriegel, das sind nicht brennbare Streifen, angeordnet alle 2 Stockwerke. Sie sollen verhindern, dass sich ein Brand an der Fassade ausbreitet, theoretisch. Doch der verheerende Brand vor kurzem in Frankfurt ist der Praxistest. Dort sind die Brandriegel eingebaut. Genau wie vorgesehen. Bei diesem Brand hier in Frankfurt hat sich bewiesen, es ist ja regelrecht fast ein Großversuch gewesen, dass diese Brandriegel leider überhaupt keine Funktion haben. Das Feuer ist regelrecht, hat diese Brandriegel überrannt. Die sind weggefetzt worden und haben überhaupt keine Wirkung gehabt und zeigen eigentlich, dass je dicker die Fassade wird und je größer das Gebäude ist, dass es sich mittlerweile um Riesendimensionen handelt, die das Ganze in ein infernalisches Feuerwerk verwandeln. Von einem Feuerwehrmann will sich die Politik ihre Energiewende nicht kaputtreden lassen.
Bauminister Ramsauer schickt seinen Staatssekretär zur Verteidigung der Styropordämmung. Mir ist nicht wichtig, was der Feuerwehrchef sagt. Ich war selber 25 Jahre Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr. Wenn eine Brandsperre eine entsprechende Breite hat und wirklich gut eingebaut wurde, wirkt sie auch. Beruhigende Worte. Doch die Bilder aus Frankfurt sprechen eine andere Sprache. Daher fährt man zweigleisig. Die Bauminister der Länder wollen sich im September treffen und beraten, ob der Brandschutz vielleicht doch verschärft werden muss. Erstmal passiert aber nichts. Dabei gibt es für den Frankfurter Feuerwehrchef keine Zeit zu verlieren. Hier in Frankfurt wurde jetzt eigentlich belegt durch eine Dokumentation von der ersten Sekunde an und auch überrascht durch die erschreckende Größenordnung, dass dieser Dämmstoff absolut sofort überprüft werden muss, dass das weitere Verbauen sehr fraglich ist und nicht zu sagen, eigentlich sofort gestoppt werden müsste. Wir sind eins. ARD.